Das ist unsere Heimat. Hier gibt es das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, die Frauenkirche in Dresden, die Chemnitzer Museen und gleich in der Nähe die Augustusburg. Auch tolle Landschaften mit Flüssen, Wäldern und Feldern könnt ihr hier entdecken. Das sieht nicht nur schön aus, das versorgt uns auch mit Nahrung. Wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Der Boden in unserer Region eignet sich besonders gut, Getreide anzubauen. Bauer Bernd weiß das. Bereits im Herbst sät er sein Korn. Die Pflanzen beginnen zu wachsen und fallen beim ersten Frost in den Winterschlaf. Im Frühling geht es richtig los. Jetzt regnet es öfter, die Sonne lacht viel und genau diesen Mix mögen die Pflanzen. So wachsen sie am besten. Im Sommer wird geerntet. Wann genau, entscheidet Bernd aufgrund seiner Erfahrung und des Wetters. Ist das Getreide reif und trocken, fährt er mit seinem Mähdrescher auf das Feld, um es zu ernten. Im Mähdrescher werden die Körner vom Stroh getrennt und auf einen Anhänger geladen. Bauer Bernd bringt das Korn zur Webermühle, weil er Müller Max schon lange kennt und nicht so weit fahren muss. Da spart Bernd Zeit und Diesel und das ist auch gut für die Natur. Die Webermühle liegt an einem Fluss, der Zschopau. Das Wasser treibt die Mühle an. Das ist schon über 100 Jahre so, seit Max Großvater anfing, hier Mehl zu mahlen. Als erstes wird das Korn auf seine Eigenschaften getestet. Nicht nur das von Bauer Bernd, auch das von allen anderen Bauern aus der Gegend, die ihre Körner hierher bringen. Sorte für Sorte wird es dann in große Behälter, sogenannte Getreidesilos, eingelagert. Die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Wenn Müller Max Mehl mahlen will, muss er das Korn zunächst säubern. Dafür gibt es in der Mühle ein Rohrsystem, das wie ein großer Staubsauger die Körner aufsammelt und durch das ganze Gebäude pustet. Das Korn saust also durch die Röhren von Maschine zu Maschine. In den Maschinen wird alles aussortiert, was nicht reingehört. Zuerst sammeln Magnete kleine Metallteile heraus, dann werden Steine herausgeschüttelt, Unkraut weggeblasen und zum Schluss die Körner gebürstet. Jetzt hat Müller Max schönes, sauberes Korn. Mehl ist es aber noch nicht. Das Korn muss erst gemahlen werden. Dafür ist die Mühle ja schließlich da. Das nächste Rohr führt in den sogenannten Walzenstuhl. Zwischen zwei Walzen wird das Korn gemahlen. Danach geht's in den Plansichter. Das ist ein großer Schrank mit vielen Sieben, der sich rüttelt und schüttelt. Die Siebe haben unterschiedlich große Löcher. Es gibt grobe und feine Siebe. Nur was durch die feinen Siebe passt, ist schon Mehl. Dieses wird weiter transportiert und in Mehlsilos eingelagert. Die größeren Teile werden in den nächsten Walzenstuhl geschickt. Diesmal sind die Walzen noch näher zusammen und deswegen gibt es nach dem nächsten Sieben wieder feines Mehl. Das ist ein bisschen dunkler, weil Teile von der Schale dabei sind. Diese Abfolge von Mahlen und Sieben wird öfter wiederholt. Zum Schluss haben wir also verschiedene Mehle. Ganz helles Mehl für Kuchen, Brötchen oder Pizza und dunkles mit vielen wertvollen Mineralien und Ballaststoffen für verschiedene Brotsorten. Müller Max testet jetzt nochmal die entstandenen Mehlsorten im Labor und natürlich auch im Ofen, damit er genau das Mehl liefern kann, was sich die Bäcker wünschen. Im Nachbarort freut sich der Bäckermeister schon auf sein Mehl. Schon sein Vater, sein Opa und auch sein Uropa waren Bäcker und haben ihm leckere Rezepte verraten. Für Brot, Brötchen, Kuchen und vieles andere. Will der Bäckermeister Brot backen, fertigt er in der Backstube zunächst einen Teig aus Mehl, Wasser, Salz und seinem Sauerteig. Diese Masse muss für eine gewisse Zeit ruhen. Das ist sehr wichtig. Danach werden die Brote geformt und müssen wieder ein Päuschen einlegen. Der Bäckermeister nennt das Teigruhe und er weiß, dass nur durch die Pausen das Brot hinterher schön locker ist und richtig gut schmeckt. Endlich ist es soweit. Die Brote werden in den großen Ofen geschoben und bald zieht ein herrlicher Duft durch die Backstube. Am Ende nimmt der Bäckermeister die Brote aus dem Ofen und bringt sie in seinen Laden. Dort kann man sie jetzt ganz frisch kaufen. Natürlich könnt ihr zwischen vielen verschiedenen ganz besonderen Sorten wählen. Jede schmeckt einzigartig und du ernährst dich gut.
Außerdem erhältst du Tradition und Kultur, unterstützt Unternehmen in der Umgebung und schonst die Umwelt. Manche Erwachsene nennen das weitsichtig, nachhaltig oder ökologisch. Bauer Bernd Müller-Max und der Bäckermeister sehen sich einfach nur als anständige Handwerker. Aus der Region, für die Region. Unser Korn, ein Stück Heimat.